So, hallo Leute, willkommen auf den Kanal Phantasia. Das war aus deinem Valorant-Video. So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und willkommen diesmal aus dem Toverland. Ja, wir stehen hier vom Eingang. Ich muss nur noch schön Tickets kaufen, weil ich habe noch Rabatt mit meiner Jahreskarte. Heute nehmen wir euch mit. Entspannter Tag hoffentlich. Ich weiß nicht, hier sieht es recht voll aus. Ja, verhältnismäßig voll, ne? Ja, ist also. Ist natürlich trotzdem nicht. Da standen jetzt drei reingekommenen Autos, ne? Ja, wir werden jetzt mal sehen, wie voll es werden wird. Erstmal kurz Ticket holen. Dann geht's ganz entspannt rein. Wir werden erstmal hintergehen zu Phoenix und dann uns da vorne durcharbeiten. On-Rides sind in dem Park hier erlaubt. Anders als es morgen der Fall sein wird, weil da fahren wir in den Moviepark und da ist es ja nicht so, weil Parques Reunidos ist ja generell in manchen Parks geboten, in manchen nicht. Dann nehme ich euch heute mit auf die Bahn und jo, wir gehen jetzt rein. Ja, also wir waren jetzt bei Phoenix. Das Ding hat eine technische Störung. Das ist der eine von 100 B&Ms, der mal eine Störung hat. Vielleicht macht es heute noch auf, vielleicht nicht. Sie wissen es nicht. Wir fahren jetzt Double Wind. Mach halt Spinning Coaster. Ziemlich cooles Layout, ziemlich coole Thematisierung. Ja. Ab da drauf würde ich sagen, das Ding fährt auch schon. Ich nehme einfach mal auch mit auf die Warteschlange. Mal zu zeigen, wie cool das Ganze hier aussieht. War es nämlich echt sehr schön gestaltet und leider auch die CD von Avalon, die ich mir kaufen wollte, die seit zwei Jahren nicht verfügbar ist auf der Seite von Imascore, ist auch einfach hier im Park nicht verfügbar. Ich könnte kotzen. Ein bisschen disappointing start in the day, aber jetzt auf Devil Wind ziemlich intensive Bahn. Ein bisschen kurz, aber mal sehen, wie es jetzt fährt, ist ja noch sehr früh am Morgen. Und der Park hat heute was Cooles, bis 8 Uhr geöffnet, also plenty of time, dass sie das Problem bei Phoenix fixen können. Mackerel Spinning Coaster, habe ich ja schon gesagt. Mega gute Bahn, also wirklich der Onboard Soundtrack ballert so gut rein und das ist so eine gute Untermalung für die Fahrt. Die Bahn ist intensiv, das ist voll gut. Also wirklich riesen Fan von der Bahn, mega gut, auch jetzt schon am Morgen fährt das Ding super. Super smooth, wackelt nicht, gar nichts. Einfach ein richtig solider Family Coaster. Und ja, mehr lässt sich auch nicht, muss man auch nicht zu sagen. Super Thematisierung, geniale Bahn. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt weitermachen wollen. Vielleicht gehen wir in den Indoor-Bereich, vielleicht gehen wir zu Troy oder zu Booster Bike. Wir werden sehen, was wir machen. Okay, das ist random. Kurz. Die Bass, wow!
Troy, wir sind hinten gefahren, letzte Reihe. Ey, mega geile Bahn, die rappelt wie Kacke, aber das ist mega gut. Also, das ist unangenehm. Und welche Züge bist du ja eh abgepolstert wie sonst was. Mega geile Bahn, auf jeden Fall. Upsala. Was? Hast du auf die Fresse gegeben? Ja. Ja, mega gute Bahn, auf jeden Fall in den Top 10 drin. Müssen wir mal vorne fahren. Die Fresse geflogen. Da sind meine Schuhe nass. Meine auch. Fast habe ich mich auf die Fresse gelegt. Oh, ist sehr frisch hier. Ja. Okay, viel Zeit ist vergangen. Mittlerweile ist tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, Phoenix geöffnet. Phoenix fährt gerade. Das kann ich aber kurz noch filmen, während das nicht hier rede. Wir sind Merlins Quest gefahren. Sehr gesprungen. Quark, 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 quark. Quark, quark, quark. Da ist auch eine. Noch eine Ente. Noch eine Ente. Ja. Merlins Entenride. Oha. Super schöne Bootsfahrt, Dark Ride, Hybrid. auf jeden Fall super cool, auch mit Duftstoffen und allem. Wir sind nochmal Troy gefahren. Die Bahn wärmt sich super gut auf. Wir sind hinten gefahren. Phoenix in der Front Row, muss ich sagen, war jetzt gar nicht mal so nice. Also klar, ist eine gute Bahn, aber irgendwie fehlt da noch was. Also Flug der Dämonen finde ich tatsächlich deutlich besser. Aber Thematisierung ist hier halt wirklich mega bei Avalon. Wir sind jetzt gerade hier bei dem Imbiss und essen noch was. Und danach wollen wir tatsächlich, glaube ich, Troy versuchen zum Marathon. Wenn das geht, aber es ist eh nicht so viel los. Und dann verlauf das, sagst du mal, irgendwie Django River oder halt auch noch Exigent Zorg. Und auch Maximus Blitzbahn, die ja bisher sehr voll war.
eine Sensation. Verleben! Oh! Ist besser. Ich weiß. Oh mein Gott. Oh Gott. Man wird hier nicht nach. Man wird hier nicht. Lennart. Ich wurde hier noch. Scheiße. Nein. Oh nein. Also, wir kommen gerade aus Django River. War eine okay nasse Fahrt, aber ich mag dieses Rafting irgendwie einfach von der Einbettung in das Gelände, wegen dem Soundtrack, wegen allem einfach. Waren aber recht voll, volles Boot bis auf einen Platz halt. Und ja, solide solides Rafting. Ja, werde ich auch nicht zu sagen. Wir gucken mal, ob mittlerweile Exhibition Sorg auf hat. Wasser läuft. Aber Boot fährt nicht. Sieht nicht so gut aus. Weil der hat ein Problem mit dem Turntable. Außer ob sie es gefixt haben. Sonst würden wir nämlich danach einfach zu Troy gehen und einfach Troy die ganze Zeit weiterfahren, weil ich glaube, dass Sorg nicht offen hat. Vielleicht klettern wir auch noch mal ein bisschen durch die Indoor-Hallen, weil das macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, Sorg ist nicht offen. Das, ja. Also, ihr seht, Wasser läuft, aber. Wird nicht. Fährt kein Boot. Leider. So, etwas ungewöhnliche Location. Wir sind jetzt oben auf dem Rutschen Tower. Lennart, willst du vor? Oder warte, ich mach Offride von dir. Ich mach Offride von dir. Das tut jetzt weh am Arsch, ne? Das tut richtig weh am Arsch. Scheiße, Digga. Oh, nee. Das am Arsch weh? Ja. Hä, ich bin viel zu klein dafür. Ah! Oh! Aua! Ah! Oh! Aua! Oh. Ah, ich bleib stecken! Oh. Geil! So, wir sind jetzt in der hinteren, in der ersten Halle von Turbulent, hier hat ja alles gestartet. Wir sind jetzt hier bei Toast Express, nicht in der Boomerang. Wir gehen in die letzte Reihe. Das Ding ist nämlich echt leer. Hier ist ein Station Wait. Danach machen wir Harakiris, weil ich bin ein riesen Fan davon. Vielleicht machen wir keine Harakiris, wenn ich mir die Schlange anschaue. Doch, machen wir. Und ich habe richtig Bock drauf und das wird richtig geil. Oha, oha, oha. Ui! Oh, hi! Hello, Paul! Ich hab mich dick geschmust, ich mach wieder die Arme hoch. Ui! Ich bin voll nass! Nein! Ah! Ah! Oh, for fuck's sake! Ja, super. Haha!
Okay, reicht, reicht. Oh Leute, jetzt geht's gleich los. Ja! Oh, oh, oh. Wow. Also ich melde mich jetzt auch nochmal von zu Hause, weil ich vergessen habe, im Torwallen selber eine Abmoderation aufzunehmen. Alles in allem war es ein extrem geiler Tag. Es war echt verdammt leer eigentlich. Es ist halt Torwallen typisch gewesen. Wir konnten insgesamt, glaube ich, 12 Mal Troy fahren. Phoenix hat ja dann am Ende auch nochmal aufgemacht, aber nur 2 Fahrten, weil Troy einfach besser war. Und alles in allem war es ein mega guter Tag. Und ich bin ein bisschen erkältet, deswegen entschuldigt meine beschissene Stimme. Aber ja, in Zukunft wird noch der Fahr-Vlog kommen, wo auch 7 Leute mit dabei waren. Das wird auch ein sehr wilder Vlog werden. Und bis dahin verabschiede ich mich und ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, das muss... Okay. Sorry.